Also Einstellung war klar, wir wollen helfen, wir wollen unkompliziert helfen. Wir haben eine hervorragende Infrastruktur, haben auch die Möglichkeit, diese jetzt ganz schnell umzunutzen. Hoch engagiertes Personal, ob das vom technischen Dienst ist, Medizin, Ärzte, Pflegende, Therapeuten. Also wir haben unseren Betrieb eigentlich sofort auf den Kopf gestellt und haben gesagt, da können wir einen Beitrag leisten und deswegen gar keine Frage, das machen wir. Also für das SPZ, die Umnutzung von den Akutbetten bedeutet, dass wir uns eigentlich fit machen wollen, dass wir einen Beitrag leisten können, auch Patienten mit Coronavirus-Erkrankung hier zu behandeln. Wir haben die Kapazität, weil wir haben ja jetzt gerade ausgebaut, waren jetzt eigentlich gerade dran, unsere Kapazität hochzufahren und das können wir jetzt im Moment problemlos zur Verfügung stellen für die Behandlung von Menschen mit einer Coronavirus-Erkrankung. Für das SPZ bedeutet es mal im Zentrum selber, wir müssen die Intensivstation unterteilen. Ein Teil für Patienten ohne Coronavirus-Erkrankung und dann ganz hermetisch abgeriegelt einen zweiten Teil, wo wir solche Patienten mit dieser Viruserkrankung behandeln können. Die Patienten, die normal da sind, die sollten davon eigentlich gar nichts mitbekommen, weil wir das wirklich getrennt haben, diese Bereiche. Aber dass es Ängste auslöst, das ist normal, das ging uns wahrscheinlich genauso, wenn wir nicht irgendwie in der Medizin fachlich drinstecken würden. Und da müssen wir natürlich die Patientinnen und Patienten aufklären, auch die Mitarbeiter. Auch da wird der ein oder andere Fragezeichen haben, vielleicht sogar Angst haben. Aber wir tun wirklich unser Bestes und es wird uns gelingen, dass wir Mitarbeiter und Patienten komplett schützen können. Zunächst mal, wir müssen natürlich die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mit einbeziehen. Wir müssen ihnen ganz transparent zeigen, wo brauchen wir sie, wie brauchen wir sie und wie schützen wir auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Es geht nicht, dass wir sagen, ja, macht mal und dann wird das schon gut kommen, sondern es arbeiten jetzt viele Arbeitsgruppen, ganz ausgefeilte Konzepte aus, dass das wirklich alles funktioniert und dass wir höchste Sicherheit bieten können. Das ist uns ganz wichtig. Eben, ich habe vorhin schon gesagt, ist der Einbezug natürlich in die Arbeiten, dass sie wissen, was auf sie zukommt, aber am anderen Ende bis zu psychologischer Betreuung, weil das kann ja sein, jemand kommt damit gar nicht zurecht und das müssen wir akzeptieren und nicht sagen, na, jetzt hab dich mal nicht so, sondern das nehmen wir sehr ernst und arbeiten da auch Konzepte aus, dass sie wirklich auf der ganzen Linie unterstützt werden. Aber das Wichtigste, wir brauchen die Mitarbeiter, damit wir die Arbeit für Menschen mit wirklich schweren Schicksalen, ähnlich schwer wie auch unsere Querschnittgelähmten, dass wir da eine gute Arbeit machen können. Wir können weiterhin Patienten hier aufnehmen, sowohl auf der Intensivstation, die wir extra ja getrennt haben für Querschnittgelähmte ohne Coronavirus-Erkrankung und alle anderen Patienten für Rehabilitation oder für Akutkomplikationen werden wir weiterhin aufnehmen. Da haben wir genügend Kapazität im Haus vorhanden und auch natürlich personelle Kapazität.